König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer super Spezialfolge von König, Bube, Dame, Gast. Es geht jetzt straff auf den Winter zu und wir lesen zwar viel, aber immer noch nicht genug, weil wir gar nicht genug Hände haben und nicht genug Stunden am Tag. Deswegen machen wir heute mal ein bisschen anderen Quatsch. Wir wollen heute über die Distanz-Serie sprechen. Flo, kannst du uns dazu zeitlich was sagen? Ja, die The Stand-Miniserie kam 1994 ins Fernsehen, besteht aus 94-minütigen Folgen und war gar nicht schlecht. Aber über die reden wir heute nicht. Wir reden heute über die 2020 erschienene Fernsehserie von CBS. Und ja, ob die nicht so schlecht ist, das werden wir heute diskutieren müssen. Es wurde bereits 2011 bekannt gegeben, dass man an einem Kinofilm zu The Stand arbeitet. Aber King selbst war da sehr skeptisch. Er hat gesagt, wie soll man das in einen Film pressen? Eine Trilogie vielleicht, so Herr der Ringe mäßig, aber ansonsten, nee, das ist nix. Und das ging dann auch so hin und her und hin und her immer zu. Zeitweise hieß es mal auch, Ben Affleck soll Regie führen. Und ja, es ist alles nichts draus geworden. Und dann kam das Jahr 2017. Da hat King dann bekannt gegeben, ja, es gibt Verhandlungen mit Showtime und CBS, um The Stand dann doch wieder als Fernsehserie umzusetzen, also eine Fernsehminiserie. Und die kam dann 2020 auch raus. In der Serie geht es wie in dem Buch um eine Pandemie. Und wir erinnern uns an 2020, ja, das hat zu Problemen geführt, die wir heute wahrscheinlich auch besprechen werden müssen. Aber ich glaube, erstmal darf Jonas uns jetzt erzählen, worum es denn hier geht. Muss ich? Ich dachte, wir besprechen das anders. Nein. Ich verweise auf unsere Folge von damals. Ja. Gehen wir mal an die Sache ran. Hast du damals, Jonas, die alte The Stand-Verfilmung gesehen? Nein. Nein, bis heute nicht. Okay. Schade und gleichzeitig gut, bin ich gespannt gleich. Mhm. Ja, wir können deine Zusammenfassung von damals nehmen und wir schneiden sie einfach ein bisschen um, denn das macht die Serie auch. Ja, steigen wir gleich einfach mal bei Folge 1 ein, oder? Oder wollen wir erst die, ja, wir können ja die Besetzung so alles nebenbei besprechen. Genau. Aber fangen wir mal vorne an. Wie fandet ihr denn den Einstieg? Ich fand den Einstieg insofern extrem witzig, weil wir da gleich wieder den ersten Moment hatten, wo ich gemerkt habe, ja, wir haben gerade im echten Leben eine Pandemie hinter uns. Weil das Erste, was mir aufgefallen ist, die rennen da durch diese leichenbesetzte Kirche und überall liegen Tote rum und so weiter und so fort. Und fast alle haben eine ordentliche Maske auf, nur der eine mit einem Partytuch. Wo ich mir dann auch gedacht habe, Junge, du hast das Prinzip nicht verstanden. Das fand ich ganz lustig. Und das Zweite, was ich unglaublich cool fand, als wir dann die Leichen wegschaffen und in die Grube schmeißen, Flo, ist dir da was aufgefallen? Wenn du mich so fragst, wahrscheinlich, aber ich erinnere mich nicht. Ein Bagger. Und was steht auf diesem Bagger drauf? Hier oben. North Central Positronic. Okay, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Wir haben sehr gelacht. Ja. Ja, wie fandet ihr es denn, dass wir nicht am Anfang der Geschichte einsteigen, sondern eigentlich mittendrin? Hatte ich meine Probleme mit, weil ja, es deutet damit schon an, dass es wirklich eine Miniserie ist und ja, nicht annähernd so viel rüberbringt wie im Buch an Story. Und das hat sich dann leider auch bestätigt. Ja, ich hatte damit noch ein ganz anderes Problem. Ich meine, ich kenne die Geschichte ja, aber wenn ich sie nicht gekannt hätte, hier weißt du eigentlich sofort, wer die Pandemie überlebt und wer nicht. Ja. Das heißt, diese ganze Vorgeschichte, die eigentlich zu meinen Lieblingsteilen des Buchs gehört,
Da wird so viel Spannung rausgenommen. Und ja, kann ich so für mich eigentlich nicht bestätigen. Also ich fand, das wäre schlimm, dass wir mittendrin angefangen haben. Im Gegenteil, mir ging es eigentlich eher nur auf den Keks, dass wir sehr viele Charaktere erst im Laufe der Serie überhaupt erst kennengelernt haben. Das war aber, wenn ich mich richtig erinnere, im Buch ähnlich. Dass da große Flecken dazwischen waren. Aber dieser Punkt von, wer die Pandemie überlebt und wer nicht, ich glaube nicht, dass das für mich im Buch ein Thema war. Nee, nicht im Buch. Weil wir hatten das doch nicht, wie sagen wir mal, bei Lied von Eis und Feuer, dass da plötzlich Hauptcharaktere sterben, wo du auf einmal da sitzt und wow sagst. Das hatten wir ja bei The Stand-by. Stimmt auch wieder. Gut, wir reden aber auch von einem Standpunkt aus. Wir kennen halt das Buch. Ja. Eigentlich sogar ziemlich gut, ja. Dazu kann man vielleicht auch noch sagen, ich habe jetzt gesucht, ich habe jetzt nirgendwo eine Bestätigung gefunden. Die Serie ist als 10-Stunden-Serie geplant gewesen, also 10 Folgen, hat aber nur 9. Mhm. Und sie ist, die haben angefangen 2019 zu drehen und ich habe jetzt nirgendwo die Bestätigung gefunden, ich weiß aber, dass ich jetzt mal gelesen habe, die haben halt sehr viel rausgeschnitten, gerade aus dieser Pandemie-Sache wegen Covid. Ja. Auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite hat das für mich doch der Story ein bisschen geschadet, weil, wie gesagt, dieser Anfang gehört zu meinen Lieblingsteilen im Buch. Nee, ich tatsächlich lustigerweise auch wieder nicht. Also, ich fand auch die Darstellung dieser Krankheit enorm gut. Also, die war richtig eklig. Und das war angemessen für mich. Das hat zu Captain Trips gepasst. Was mir tatsächlich gefehlt hat, war aber so dieses ganze. Ich meine, wir hatten so einen kurzen Moment, diese Präsidentenansprache, als er dann währenddessen anfängt zu husten und so. Das war cool. Das hat mir auch von der Umsetzung gefallen. Aber das war für mich ein bisschen zu wenig. Und auch diese ganze Vertuschungsaktionssache. Das hätte ich mir mehr gewünscht, tatsächlich. Ja, ich hätte mir auch einfach mehr Blicklichter in diese Pandemiewelt gewünscht. Da wird sich ja doch sehr an die Hauptfiguren geklammert. Das ist im Buch anders. Da hat er ja ganz viele so kleine Geschichtchen eingebaut. Aber wenn du gerade den Präsidenten erwähnst, der ist im Original übrigens gesprochen von Bryan Cranston. Also von Walter White. Hätte ich nicht erkannt. Hast du auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Auf Deutsch. Ja. Ich habe aber ich habe Probleme mit dieser Serie, definitiv. Die Erzählstruktur, muss ich sagen, war keines unbedingt davon. Das einzige Problem, wie gesagt, was ich hatte, ist, dass wir einzelne Charaktere relativ spät in der Serie erst kennenlernen. Zum Beispiel Fleck kommt, glaube ich, in Folge 4 oder 5 erst das erste Mal vor. Oder sagen wir mal Folge 3. Nee. Kommt er nicht? Nee, wir sehen ihn schon im Knast, ja. Aber die ganze Las Vegas-Schiene, die kommt viel, viel später aus. Genau, er hat so mal so kurze Cameo-Auftritte, aber so richtig zum Charakter wird er erst relativ spät, ja. Genau. Das ist sowieso die ganze erste Folge, da fehlen so viele Hauptcharaktere, die dann erst in der zweiten oder dritten auftauchen. Ja. Bisschen komisch auch am Anfang, ja. Und dann kommen wir aber gleich in der ersten Folge zu einem meiner Probleme. Und das ist, Harold ist nicht fett. Und damit verliert dieser ganze Witz mit den Payday-Regeln irgendwie an. Ja, damit sprichst du auch eines meiner großen Probleme an. Die Besetzung. Wir haben echt gute Schauspieler. Aber ganz viele passen einfach nicht auf die Rollen. Ja. Aber also, das schlimmste Verbrechen, finde ich, ist Nadine. Ja. Ich möchte ganz klar sagen, ich meine das nicht, weil es ist Amber Heard. Ich meine das ganz ausdrücklich nicht wegen der ganzen popkulturellen Prozessgeschichte mit Johnny Depp und Zeug und Sachen, die da drumherum passiert ist jetzt in der Zeit, wo wir drüber reden. Das meine ich ausdrücklich nicht. Aber man hätte ihr doch wenigstens, Gottverdammt, nochmal die Haare färben können. Ja.
Weil sie ist blond. Nadine ist blond, das geht nicht. Nee. Amber Heard, also sie ist keine gute Nadine. Überhaupt nichts gegen sie. Würde ich nicht sagen, aber dass dieses Zwiegespaltene kam für mich so gar nicht rüber. Sie wirkt auf vielen Ebenen zu sympathisch. Ja. Und man nimmt ihr auch zum Schluss auch die Sache, wenn sie Harold verführt und abhaut. Ich glaube, wir reden einfach jetzt über die ganze Story. Ja, nicht Folge für Folge ist eh Blödsinn, genau. Und also wenn sie Harolds Unfall verursacht, dass er stirbt, oder auch später diese Schwangerschaft, also da dachte ich auch, okay, die Effekte hätten besser sein können, dieser große Bauch mit dem, das nehme ich ihr nicht ab. Ich fand sie jetzt eine gute Nadine. Ich hatte nur das Problem, wie gesagt, erstens die blonden Haare, das geht nicht. Das ist falsch. Auf jeder Ebene ist das falsch. Ich fand sie tatsächlich eine gute Nadine. Sie hat auch ein paar schöne Momente. Zum Beispiel, als sie Harold eben das erste Mal verführt und er ja vor lauter Verschüchterung gleich gar nicht kann. Dieser gelangweilte, genervte Blick währenddessen, das fand ich fantastisch. Ich fand sie schon gut. Ich gebe dir aber recht, das liegt aber nicht an der Schauspielerin. Der Charakter ist halt total blass und dieser Zwiespalt fehlt völlig, da gebe ich dir recht. Dasselbe Problem habe ich aber zum Beispiel bei Larry. Ja. Und Larry fand ich als Schauspieler fantastisch gewählt. Ja, also ich sage, die Schauspieler sind gut. Ich mag auch zum Beispiel Whoopi Goldberg, aber die ist keine Mutter Abigail. Ich nehme diese religiöse, kommt in allem, was sie spielt, rüber wie so ein Hippie. Ja. Wahrscheinlich, weil sie es ist oder so, aber ja. Und auch, ich mag Alexander Skarsgård. Der ist kein Fleck. Hat manchmal so kurzes Aufblitzen, aber der ist kein Fleck. Ja, das stimmt. Mein Problem mit unserem Fleck hier ist, er läuft zwar in Jeansklamotten rum, aber diese Jeansklamotten sehen an ihm aus wie ein Armani-Anzug. Das ist mein Problem. Da fehlt der Dreck. Er fehlt der Serie ohnehin. Ja, es fällt mir auch zum Beispiel bei Sachen auf wie The Walking Dead. Da geht's noch. Es ist dieser Hochglanztrick. Mhm. Es ist keine wirklich apokalyptische Welt, dazu ist es einfach zu sauber. Ja. Und dass diese ganze Optik, es ist, passt auch einfach nicht so. Und das überträgt sich auch auf die Figuren für mich. Mhm. Andererseits muss ich halt auch wieder sagen, Stu zum Beispiel oder Franny. Auswechselbar, wie sie auch im Buch für mich immer waren. Also die fand ich in ihrer Bedeutungslosigkeit als Hauptcharakter fantastisch gecastet. Genau, also Stu wird hier gespielt von James Marsden, den man ja auch aus verschiedenen Sachen kennt. Das ist dein Ernst, das ist James Marsden? Das ist James Marsden, ja. Nicht James Masters, das ist jemand anderes. Oh, ja, gut, danke. Das war gerade der Knick in der Hand. Genau. Und Odessa Young, die Franny spielt. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich kenne sie jetzt persönlich nicht. Mhm. Fällt sie mir jetzt spontan nichts ein? In meinem Hirn assoziiert irgendwas dabei den Namen Peggy. Ich glaube, sie gehört irgendwie in diese Marvel-DC-Schiene, wo sie mal von Buck Rogers in dem Jugendteil irgendwie eine Rolle gespielt hat. Aber ich kann mich täuschen. Du meinst Captain America? Und nein, das ist sie nicht. Nee, also nicht die eigentliche, also ja, aber nicht Agent Carter, also nicht die Schauspielerin, sondern Ich habe nachgeguckt, da habe ich sie jetzt nicht entdeckt. Ja, okay. Ja, also James Masters kennt man zum Beispiel aus den X-Men-Filmen, da hat er Cyclops gespielt. Mhm. Oder in Westworld, der Serie, hat er eine wichtige Rolle.
Und in diversen anderen Sachen. Dead to Me, die Fernsehserie, ist auch eine der Hauptrollen. Mhm. Ja. Es ist so eine Sicht, dass man schon oft gesehen hat. Zu unseren Schauspielern erstmal. Ja, Stu hat sehr genervt. Mhm. Irgendwie, der war zu jovial, sag ich mal. Aber ich glaube, das soll er auch sein. Also von daher, schauspielerisch gut, aber trotzdem nervig. Okay. Eben deswegen. Ja, Nadine habe ich gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, wie sie im Buch war. Da muss ich einfach mal drauf vertrauen, dass sie keine gute Nadine war. Fleck geht mir ähnlich. Der war, weiß ich, irgendwie hat's nicht zu mir gepasst. Der war mir nicht düster genug. Dafür, dass der schwarze Mann ist und so, aber. Er war mir nicht nur nicht düster genug, er war mir auch nicht fröhlich genug und nicht. Weil Fleck im Buch ist ja der tanzende, lachende Wahnsinn. Und das ist der hier halt so gar nicht. Ja. Und die Schweberei hat mir unheimlich auf die Nerven geschlagen. Ja, ich bin aber immer noch der Meinung, er macht die Schweberei so regelmäßig, weil er Rückenschmerzen hat. Das ist sein Kopf über vom Sofa hängen, glaube ich. Das erklärt auch, warum er so eine schlechte Laune hat. Wieso haben sie die Welt zerstört? Ich hatte Rückenschmerzen. Ich verstehe das. Freispruch. Ja. Ich möchte aber gleich mal auf das erste Logikloch in dieser Serie kommen. Das stellt nämlich, kommt auch gleich in der ersten Folge vor. Es wird ja etwas, also Stu ist in dieser Isolationszelle, ne? Im solchen Schutzgedöns-Dings. Und er hat als Zimmergenossen Meerschweinchen, die dieselben Luft atmen wie er. Und die Krankenschwester kommt rein, ist schon krank, liest im Isozimmer. Aber die Meerschweinchen, die angeblich sofort auf Captain Trips ansprechen, leben immer noch, als du abgeholt wird. Das hat mich aufgeregt. Ja, gebe ich dir absolut recht. Ja, die sind halt auch, nein, das sind einfach göttliche, auserwählte Meerschweinchen. Das versteht ihr nicht. Glaube ich. Ist euch noch der, Jonas, dir ist der, glaube ich, aufgefallen. Als Harold das Polizeiauto ausräumt und die Waffe holt, geht er doch vor diesen Laden. Hast du es dir gemerkt? Genau, das Geschäft heißt Derry & Sons Antiquaries. Finde ich auch super. Ja. Es gibt auch eine Szene, also Stephen King hat ja in der 94er Miniserie so eine Mini-Rolle gehabt. Und das hat er zeitlich hier nicht hinbekommen. Aber es gibt eine Szene, in der man ein Plakat für ein Altersheim sieht, in Hemmingford Home, und da ist Stephen King drauf abgebildet. Okay, das habe ich nicht gesehen. Das Plakat habe ich gesehen, aber ich habe nicht geguckt, wer drauf ist. Also haben wir quasi hier unsere Cameo quasi abgehakt. Genau. Nee, ich würde vielleicht gerade noch die Figur, die Schauspieler dann zu Ende besprechen. Ach so, ja. Haben wir die schon mal durch. Genau, wir haben ja Alexander Skarsgård schon gesagt. Den kennt man wahrscheinlich aus, wie heißt die Vampir-Serie? True Blood. Mhm. Und er ist der Bruder von Bill Skarsgård. Und den kennen wir, glaube ich. Aus Ace. Und aus der neuen Rock-Sache. Und aus The Castle Rock, da hat er The Kid gespielt, also liegt in der Familie. Und du hast dich ja eben schon über Owen Teague beschwert, also unseren Harold. Hm. Den ich auch nicht gut besetzt finde, aber ich glaube, ich weiß auch, warum der besetzt wurde. Der hat in den Ace-Filmen nämlich den Patrick Hockstetter gespielt. Hm. Also auch ein Veteran. Ich habe doch eine Frage zu Alexander Skarsgård. Auf die Schnelle hatte ich da nichts gefunden gehabt. Aber hat er irgendwann mal einen Arzt gespielt oder eine Arztserie oder sowas? Das scheint. Spontan fällt mir da jetzt. Ja, okay. Nee, dann
ist das okay. Dann war die Sache nicht ganz so lustig, wie ich dachte. Aber ich kann es jetzt schon mal sagen, ganz am Ende, als oder da sagt Fleck irgendwann, ich bin zwar kein Arzt, aber ich habe mal einen gespielt. Und es wäre halt super lustig gewesen, wenn Skarsgård eingespielt hätte. Ich gucke gerade durch, aber ich sehe es leider noch nicht. Ich habe auch mal durch Filmografie, aber da habe ich nichts gefunden. Höchstens irgend so was schwedisches, norwegisches. Wie geht ihr denn zu Storki, General Storki? An dem habe ich nämlich voll viel Spaß gehabt. Das war der gespielt wurde von wie heißt der? J.K. Simmons? Ja, alter Mann, kennt man aus sehr vielen Serien. J.K. Simmons, ja. Ja, der war lustig. Und das ist auch eine wichtige Szene, weil da kommen wir wieder zum nächsten Logikloch, das wir uns merken sollten. Er schießt sich ja in die Brust, um sich dann wegzuräumen. Und Stu ist dabei. Mhm. Das ist wichtig, merkt euch das. Gut. Ja. Hast du, du hattest gerade gesagt, du findest Harold nicht gut gecastet. Mein einziges Problem, nein, ich habe zwei Probleme. Erstens, er sieht aus wie Sebastian Kurz. Boah. Ja. Und zweitens, er ist nicht fett. Das hat mich genervt. Aber in seiner ganzen Art und diese ganze Insel-Thematik, die er nun mal hat und dieses ganze vor dem Spiegel lächeln üben und Tom Cruise für ein tolles Vorbild halten, das fand ich unglaublich gut gemacht. Also es war, glaube ich, sogar noch ein bisschen überdrehter als im Buch. Im Buch entwickelt er sich erst in diese Richtung so richtig. Ja. Hier war er von Anfang an schon wieder so richtig so die Insel, ja. Kommen wir zum nächsten Schauspieler. Lloyd. Was hältst du von Lloyd? Lloyd wurde gespielt von Ned Wolf und ich muss ehrlich sagen, nee, das hat für mich gar nicht gepasst. Für mich auch nicht. Er war furchtbar. Das war so. Der passt nicht auf die Rolle. Lloyd ist mehr so. Nee, Buchhalter ist auch falsch, aber. Mehr so ein Organisator für mich. Ja, Lloyd ist halt eigentlich wenigstens ein, wie soll ich sagen, ein fähiger General, zumindest in großen Teilen. Das ist halt Lloyd so überhaupt nicht in der Serie. Nee. Aber ich befürchte halt, das Problem ist, dass wir hier wieder einbauen mussten, weil eben Fleck nicht der tanzende, singende Wahnsinn ist, muss dieses ganze überdrehte Fröhliche eben Lloyd übernehmen. Und das passt einfach nicht, finde ich. Ja. Und ich weiß auch nicht, der Charakter der ist so unterschiedlich zu dem im Buch, der hat mir gar nicht gefallen. Ich glaube, die wollten hier irgendwie auf der Seite der Bösen auch ein bisschen Sympathie erwecken. Ja, aber doch nicht. Aber dafür ist eigentlich Fleck da. Ja. Ja, genau. Was ich aber sagen muss, da war eine sehr schöne Szene dabei. Also diese ganze Szene im Knast, als Lloyd im Knast ist und seinen Zellenmitbewohner anknabbert, die hat mir schon gefallen. Die fand ich gut. Ja. Er ist mit Sicherheit kein schlechter Schauspieler. Aber es ist wie bei vielen Figuren der Serie, dass ich es einfach für die Rolle nicht so passend finde. Mhm. Naja, und dann lernen wir in der zweiten Folge eben Larry kennen und Larrys Reise. Und da muss ich halt auch wieder sagen, die hat mir halt auch so gar nichts gegeben. Weil im Buch ist Larry wenigstens in Ansätzen ein grauer Charakter, der ja auf die eine oder andere Seite kippen kann. Aber hier ist er das halt für mich so überhaupt nicht. Nee, Larry ist eigentlich eine der Hauptfiguren im Buch. Und hier ist er einfach, er läuft einfach mit. Er hat für mich, er ist so blass geblieben. Hat für mich gar nicht funktioniert. Mhm. Gespielt wird er von Jovan Adepo. Mhm. Der, diverse Sachen, der hat in dieser Watchmen-Serie mitgespielt zum Beispiel.
Man hat ihn in verschiedenen Sachen gesehen. Der Jack Ryan Fernsehserie. Mhm. Halt auch ist kein so bekannter Schauspieler. Der nächste Punkt, über den ich mich aufregen möchte in dieser zweiten Folge. Hier haben wir das erste Mal, dass ich den Fernseher angeschrien habe, weil die alle überhaupt keine Ahnung haben von Brandschutz. Ich meine, Larry läuft durch die Kanalisation mit lauter Faulgasen und anderen schönen Dingen, die leicht entzündlich sind. Ja, da ist Wasser, aber da ist trotzdem auch Faulgas. Und er läuft durch diese Kanalisation mit einem Feuerzeug. Ja, man hat hier die Szene, im Buch geht er ja durch den, ich habe vergessen, welchen Tunnel in New York. Und hier machen sie es durch die Kanalisation. Ja. Das war eine Änderung, die für mich jetzt auch nicht so wirklich funktioniert hat. Ganz abgesehen von den Logiklücken natürlich. Mhm. Wie fandst du denn seine Begleiterin hier, diese Blonde? Weil im Buch ist sie ja total inkompetent und rennt mit hochhackigen Schuhen durch die Apokalypse. Also sie war mir hier zu wenig inkompetent. Ja, wobei das stört, also fehlende Inkompetenz stört mich eigentlich selten. Aber ja, also, ganz ehrlich, mir war diese ganze Handlungsebene um Larry, ich glaube, dass da viel rausgeschnitten wurde auch. Deswegen fehlt mir da auch was und deswegen ist es mir auch einfach egal gewesen. Mhm. Naja, bloß ich glaube, gerade wenn du sie wirklich als inkompetent hättest mehr dargestellt, so war sie einfach, so hatte sie einfach keine Lust, sich diesen Scheiß anzutun. Was ich persönlich ja sehr gut nachvollziehen kann. Aber wäre sie wirklich inkompetent gewesen, so wie sie es im Buch war, hätte sich halt diese Grauzeichnung von Larry automatisch mit ergeben und das fehlt halt komplett. Das hätten sie eigentlich echt leicht kriegen können. Ich vermute wirklich, dass es hier an rausgeschnittenem Material liegt. Mhm. Aber ja, wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Und der zweite Punkt, wo ich wegen Brandschutz bedenkt den Fernseher angeschrien habe, die stellen offene Kerzen ins Bücherregal, 10 cm unter der Holzplatte. Ja, machst du das nicht so? Gehen wir in die dritte Folge und da muss ich sagen, das könnte eine meiner Lieblingsfolgen sein. Die hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Weil wir haben hier ein paar schöne Szenen. Wir haben zum Beispiel die Kindersequenz von Nadine mit dem als Flexi als seine Braut auswählt. Die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Die war echt schön gemacht. Ich versuche mich gerade an die Szene zu erinnern. Genau, das war die mit diesem Dingsbrett. Uja-Brett. Ja, nee, so, das war's ja eben nicht. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, stimmt, das war in dieser Folge. Ja, das doch, die war ganz, ganz schön gemacht, diese Szene. Da kam es auch so ein bisschen rüber, dieses Hin- und Hergerissene von Nadine. Hat man ja, glaube ich, auch zum ersten Mal mitbekommen, dass sie nicht so richtig auf der Seite der, ich nenne es mal, Guten ist. Mhm. Ja, und Fleck versucht ja auch Nick auf seine Seite zu ziehen. Ja, was ich auch eine hervorragende Sequenz fand, ehrlich gesagt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich hier vom Schauspieler halten soll. Mhm. Also Nick wird gespielt von Enrique Saga. Okay. Auch jemand, der in allen möglichen Sachen gespielt hat. Zum Beispiel in diesem schlechten X-Men New Mutants Film. Da hat derselbe Typ Regie geführt, der auch in dieser Serie Regie geführt hat. Aber ja, also er ist einer der Charaktere, die mich jetzt am wenigsten noch gestört haben. Mhm. Es war zwar nicht so der Nick aus dem Buch, aber auch hier ist wie bei Larry eigentlich eine der Hauptfiguren, der wird so flach gehalten, dass es stört einfach nicht. Ich glaube, das Problem, was wir aber hier haben bei Nick, also was zumindest wir beide haben, Flo, ist, dass der Nick in der 94er oder 92, ich weiß es gar nicht mehr, Serie, 94, ja.
der war halt echt stark. Ja. Und ich glaube, dass das passt sehr auf. Und in meinem Kopf, zumindest habe ich das so in Erinnerung, war Nick deutlich jünger als dieser Schauspieler. Mhm. Also ja. Nicht in der Serie, sondern im Buch. Ja. Ich gucke gerade, wie alt der Schauspieler ist, ob ich da auf die Stelle was finde. Ich glaube, der ist gar nicht so alt, wie er aussieht. Boah, aber Sie April, das hilft dürfen niemand Bärtigen für die Nick-Rolle nehmen. Das, nein. Ja. Sie hätten ihn rasieren können. Was ich aber schön fand, war tatsächlich die Szene, wo wir eben diese Barklopperei zeigen. Wie wir die Taubheit darstellen, wie er die Taubheit quasi empfindet. Mhm. Also das fand ich eigentlich ganz hübsch gemacht. Aber ja, das ganz gut umgesetzt, ja. Ansonsten muss ich aber sagen, der ganze Jesus-Komplex von Nick, der geht mir unglaublich auf den Keks. Und den hat er so ausgeprägt im Buch nicht. Ja, das wird durch seine Frisur noch unterstrichen. Ja. Ja. Lernen wir in dieser Folge auch Tom Cullen kennen? Ja. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ja. Er trifft ihn dann ja da im Gefängnis, glaube ich. Im Krankenhaus. Ja, danke. Krankenhaus. Ja. Gespielt von Brett William Hankey, der 2022 auch gestorben ist schon. Relativ jung noch. Ich weiß es nicht. Also in der 94er-Serie hat einen guten Tom Cullen. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich überlege gerade, wie der Schauspieler damals hieß. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Er war mir zu glatt, muss ich sagen. Tom oder der alte? Tom. Der 94er Tom oder der jetzige? Der jetzige. Nein, ich fand den super. 94. Meinst du? Also hier war Tom tatsächlich der einzige Charakter in der ganzen Serie, den ich absolut großartig fand. Hat mir so gut gefallen. Ich mochte Tom auch. MOND, na gut. Ich fand ihn nicht schlecht, aber er war mir ein bisschen zu glatt. Aber das kann auch wieder an der ganzen Ausstattung der Serie liegen. Ja. Dass alles so ein bisschen zu slick ist. In der 94er-Serie hat Stephen King übrigens versucht, die Rolle von Tom Cullen zu spielen. Daraus ist nichts geworden und mittlerweile hat er gesagt, er würde es gern machen, aber er ist zu alt dafür, zum Glück. Weil er hat ja in dieser einen Creepshow-Verfilmung, die wir besprochen haben, mal, ja, hat er ja auch diesen komischen Hinterwäldler gespielt. Mhm. Er dachte, es wäre genau perfekt für ihn, die Rolle von Tom Cullen. Ja. Nein, aber an Tom hatte ich wirklich, wirklich viel Spaß. Und hier hatte ich auch noch einen der bösen, in Anführungsstrichen, Charaktere, nämlich die Wahnsinnige im Möbelhaus, die Nick verführt und dann gemein zu Thomas und so weiter, die wir dann später in Las Vegas als die Frau von Lloyd wieder treffen. Julie, oder? Ja, ich glaube Julie, aber ich wüsste es jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, sie wird in der Serie auch nie namentlich genannt. Aber die fand ich super. An der habe ich in Las Vegas Spaß gehabt. An der hatte ich auch in der Szene schon Spaß gehabt. Die hat mir echt gut gefallen. Also in der Szene hätte ich gern noch ein bisschen drauflegen können, noch ein bisschen mehr Wahnsinn. Ja. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber die fand ich trotzdem ziemlich super. Die war gut. Wobei ich mochte auch, ich habe natürlich jetzt nichts offen von der 94er-Serie, die Darstellerin dort, die war, glaube ich, ein bisschen manischer, aber die war auch nicht schlecht für die Rolle. Und wir lernen natürlich in dieser Folge auch einen zweiten
Lieblingscharakter von mir kennen in dieser Serie. Und das ist Glenn Bateman. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Weil der hat für mich, also der Schauspieler hat für mich hier nicht funktioniert. Nein? Nein. Kannst du es festmachen? Das ist ja so ein älterer College-Professor. Der war mir auch einfach hier zu Sunny Boy, zu glatt. Okay. In der 94er-Serie ist der gespielt von Ray Walston. Mhm. Den kennt man vielleicht aus Mein Onkel vom Mars aus den 60ern oder als Richter in Picket Fences. Mhm. Dem habe ich das abgenommen. Das war so ein schlauer alter Mann. Aber der hier kam mir so mehr so Sunny Boy-mäßig vor. Er hatte Momente, da hat es funktioniert, aber die meiste Zeit kam ich in die Figur nicht rein. Das ist lustig, weil für mich hat gerade dieses City-Tum eigentlich sehr gut für den Charakter gesprochen. Jonas, wie ging es dir mit ihm? Ich fand ihn nicht verkehrt. Also, dieses Hippie-mäßige hat ein bisschen genervt, aber es hat gepasst. Ich meine, sind College-Professoren nicht irgendwie alle Hippies oder so? Ja, eben, deswegen. gespielt von Craig Kinnear, der auch alles Mögliche gemacht hat, unter anderem einige Folgen House of Cards. Lustig fand ich aber tatsächlich, dass er optisch für mich hervorragend auf mein Bild von Glenn im Buch gepasst hat. Also rein die Optikbeschreibung. Vielleicht ist das mein Problem, bei mir eben nicht. Ja. Naja, ich würde dann schon wieder in die nächste Folge gehen. No, Folge 5? Nee, Folge 4. Folge 4? Hatten wir schon Folge 4? Nee, wir sind okay. Jetzt in Folge 4. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, ich bin unglaublich genervt von Franny. Weil die macht auch im Buch nichts. Das ist ein Punkt. Aber die macht nichts. Die ist nur nutzlos. Die ist nur nutzlos und schwanger. Harold klaut Benzin. Harold macht Dinge. Die sitzt da und ist schwanger. Ja, jeder hat seine Aufgabe, was er halt am besten kann. Nee. Ganz schlimmer Frauencharakter. Ich würde es ja sagen, aufs Buch schieben, aber selbst da hat sie mehr gemacht. Und auch in der originalen Miniserie hat sie mehr gemacht. Ja. Hier ist es auch wieder so das Gefühl von, es ist eine Hauptfigur, aber wir wissen nicht, was wir mit ihr machen sollen, deswegen setzen wir sie mal in die Ecke. Und es fehlt halt auch ihr ganzer Hintergrund mit ihrer Schwangerschaft und dass der Vater dazu tot ist, dass sie eigentlich das Kind gar nicht haben wollte. Das ganze Konfliktthema mit ihrer Mutter, wie sehr sie ihren Papa vermisst. Die hatte ja Charakter, nicht viel, aber sie hatte ja Charakter im Buch. Und hier hat sie halt gar keinen. Naja, und wir haben natürlich die Szene, wo Franny zu Geisel genommen wird von diesem Typen. Und auch da wieder, die zwei anderen Damen wehren sich und Franny sitzt nur da und ist schwanger. Und Harold ist halt Harold. Ja. Nee, das war nicht gut. Ja, bei der Szene, das kann ich noch verstehen, weil die anderen sind schon eine ganze Weile gefangen, die wissen, was auf dem Spiel steht quasi. Sie nicht so und möglicherweise steht sie auch noch unter Schock und kann sich gar nicht vorstellen, was passieren kann. Ja, okay, aber meinetwegen. Ja, ich habe aber auch sowieso ein Problem hier gerade so Folge 4, 5, 6, 7 geht schon wieder. Die sind für mich so ein Blur. Also da passiert so wenig. Man hat immer nette Szenen dazwischen, aber die Handlung geht nicht voran. Und es verschwimmt alles so ineinander. Ja. Und die Leute machen halt nichts. Frage dazu, weil ich mich nicht erinnern konnte. Im Buch schickt da Fleck auch Warnungen? Eigentlich nicht, oder? Also außer die Träume? Außer den Träumen nicht viel. Weil hier schickt er ja tatsächlich einen seiner gekreuzigten Typen,
und provoziert damit halt tatsächlich, dass sie eben dann die Spione aussuchen und schicken. Und das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht irgendwie. Aber ich weiß auch wirklich nicht mehr, wie es im Buch war. Ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern. Ich glaube, im Buch haben sie einfach so, da ist was Böses in Las Vegas, wir schicken mal Spione hin. Genau. Ja. Ich meine, wir haben ja dann auch die Szene, es dauert ja noch ein bisschen, wenn Mutter Abigail und Fleck sich zum ersten Mal treffen, auf dieser, sagen wir mal, Traumebene. Ich glaube, so war das im Buch dann auch, dass die sich getroffen haben und danach entschieden wurde, ja, wir schicken die Spione hin. Das Tolle war hier tatsächlich eine Tom-Szene. Ich bin Tom. Aus meinem Kopf. Das fand ich super. Auf jeden Fall. Ja, und dass Hemingford Home in Altersheim ist, war mir hier auch neu. Das ist im Buch auch nicht so. Da wohnt sie auf ihrer Farm. Ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch mal in Altersheim in Hemingford Home. Aber dieses Plakat hat halt dafür Werbung gemacht. Nee, also weil sie sitzt, bevor Nick kommt, sitzt sie mit anderen alten, toten Weibern am Tisch und hält Kaffeekränzchen. Also nehme ich an, dass es tatsächlich, dass sie in einem alten Heim ist. Ja, kann gut sein. Das wird nicht so richtig klar. Und was mir hier noch aufgefallen ist, Glenn Bateman, sie sind ja jetzt schon in Boulder und er vaped die ganze Zeit. Er hat die ganze Zeit seine E-Zigarette, aber es wird erwähnt, dass in dieser Folge erst der Strom wieder angeschalten hat. Angeschalten wird. Ich frage mich, wo hat der Mensch die ganzen Akkus her? Solar. Der lässt sich über Solar auf. Für einen Hippie ist das kein Problem. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Hippie, der kann das. Ja, ach nun. Ja. Und dann haben wir eben diese Verführungsszene, wie Nadine Herold verführt. Und wie gesagt, die fand ich eigentlich ganz großartig, weil sie eben hier genau dieses gelangweilte, genervte, ach komm, geh weg. Aber gleichzeitig halt, das hat mir gut gefallen. Das hat gut funktioniert. So, dann würde ich sagen, Folge 5. Mhm. Und hier gehen wir das erste Mal nach Vegas. Wie fandet ihr denn Vegas? Wie soll ich das sagen? Bunt? Aufgedreht? Ja, beides, aber also es kam einem mehr vor wie irgendein Rave als tatsächlich wie eine funktionierende Gemeinde, in der zwar ja, es immer Party ist und das Böse regiert, aber es war mir eher zu aufgedreht. Irgendwie Ja, weil auch eine Gesellschaft auf Sklaven funktioniert nicht, dass niemand arbeitet. Oder das. Genau. Das war irgendwie. Nee. Naja, Arbeitszeitung haben sie ja. Arbeitszeitung haben sie ja. Sie haben ihre Reinigungstruppe, sie haben ihren Arbeitsdienst, wo ja auch Tom dann letzten Endes aufschlägt und so. Schön fand ich tatsächlich, dass wir hier auch betonen: ja, der kam freiwillig als Bürger von Las Vegas, also gibst du dem gefälligsten Job. Also dieses, die Bösen sind der Behinderung offener gegenüber, auch wenn sie halt sich wie Arschlöcher verhalten, das haben wir ja im Buch auch, dass im Buch Tom wird ja dahingeschickt als, ja, du versaust uns unseren Genpool, und die Las Vegas-Leute nehmen ihn ja relativ selbstverständlich auf. Das war hier angedeutet, aber für mich nicht gut genug ausgearbeitet, aber gefallen hat es mir trotzdem. Aber was mir halt hier fehlt, war dieser Kontrast von normalerweise im Buch ist halt Las Vegas zwar ein Sündenpfuhl, aber es ist eine Gesellschaft und es ist eine relativ funktionierende Gesellschaft. Genau. Die haben Regeln. Mhm. Die haben sehr strenge Regeln sogar. Das merkt man dann im Buch, wird das ja, ich glaube, hier werden auch Drogensüchtige hingerichtet und sowas. Und sowas kommt hier einfach nicht rüber. Das ist einfach. Ja, ist mir zu viel Party, zu wenig real. Und zu wenig Kompetenz. Ja, genau.
aber vor allem auch von Seiten von Fleck zu wenig Kompetenz tatsächlich. Ich meine, alleine, dass er nicht innerhalb von wenigen Minuten einen absoluten Tobsuchtsanfall kriegt und Leute umbringt, weil er ihm auf den Sack geht mit seiner Art, das macht halt keinen Sinn. Naja, und wir haben halt das übliche Schwebegedöns von Fleck, was er immer wieder macht. Das ist halt der eine Zaubertrick, den er kann. Ich glaube, im Buch ist es zweimal erwähnt, dass er das macht. Und hier ist es halt in jeder Szene und das geht mir auf den Kranz. Ja. Mir auch. Das ist so... Das soll beeindruckend sein, aber das ist so ein One-Trick-Pony. Naja, und dann ist noch der nächste Punkt, der mich aufgeregt hat in dieser Folge. Nadine und Harold erschießen diesen Charakter, der im Buch, soweit ich weiß, gar nicht vorkommt. Das ist derjenige, der Harold seinen Spitznamen mal gegeben hat und wirklich sein Freund war. Und sie drapieren ihn dann ja so, als hätte er sich umgebracht. Und die Boulder-Menschen finden diesen Typen dann und diskutieren, ob das nun Selbstmord war oder nicht. Mal abgesehen von der Handhaltung, die nicht sein kann, wenn er selber war. Aber sie diskutieren darüber, wie komisch es ist, dass sich jemand in die Brust schießt. Und das machen doch nur Frauen. Wusstest du, 3 Folgen vorher, selber bei Starkey erst erlebt hat. Das hat mich aufgeregt. Ja. Es ist einfach sowas... Wir müssen die mittleren Folgen noch ein bisschen strecken, packen wir hier noch sowas rein und dann kommt Blödsinn bei raus. Und absolut faszinierend fand ich auch hier wieder, wie Stu das Verhalten von Harold als enttäuschter Liebhaber relativiert. Ja, der ist verliebt in dich, ja, du hast dich für einen anderen entschieden. Es ist doch völlig selbstverständlich, dass der am Rad dreht. Da saß ich auch wieder da, Junge. Was stimmt mit dir nicht? Ja. Woran ich Spaß hatte allerdings, war Dana als Spionin. Sie ist überhaupt keine gute Spionin, aber sie ist ein toller Charakter. Mhm. Fand ich auch. Auch die Szene, wenn sie dann Fleck, ich weiß nicht, ob das in dieser Folge oder in der nächsten Folge ist, sag ja, es verschwimmt alles, aber wie sie Fleck gegenübersteht. Mhm. Und du weißt, sie hat keine Chance. Und er verarscht sie dann auch so herrlich. Ja, das war eine tolle Szene, das stimmt. Genau, das hat Spaß gemacht. Ja, und dann haben wir über die ganzen letzten 3 Folgen darüber geredet, ja, wir dürfen denen nicht erzählen, dass es den schwarzen Mann gibt, obwohl sie alle davon träumen. Mhm. Und obwohl sie wissen, sie haben von Abigail geträumt und die ist auch real. Wir müssen Panik vermeiden, das ist alles gar nicht gut. Und dann ist Mutter Abigail weg und das Erste, was sie machen, sie schreien, ist durchs ganze Dorf. Ja. Es tut manchmal schon ein bisschen weh. Ja. Ja. Mhm. Es ist einfach nicht richtig durchdacht manchmal. Ich meine, ich verstehe, dass man in 9 Folgen echt nicht viel unterbringen kann. Na? Aber nein, das ist einfach nein. Ach. Ja, genau das. Folge 6. Ja. Was hältst du denn von unserem Trashcan-Man hier? Ich nein. Bin sehr zwiegespalten tatsächlich. Ja, ich auch. Er gefällt mir in den Szenen, wo er Dinge anzündet. Aber weil er da sich halt so freut, wie ich mir vorstelle, dass er sich freut. Er ist mir aber ansonsten im Alltag auch zu wahnsinnig. Denn im Buch ist er ja tatsächlich ein funktionierender Charakter. Mhm. Ja, das ist... Auch hier zu überdreht. Ich verstehe, warum sie ihn erst so spät in die Geschichte überhaupt reingebracht haben. Mhm. Weil er einfach nicht funktioniert. Ja. Ja, es ist übrigens Ezra Miller. Mhm. Ich kenne ihn auch. Er ist der Flash aus dem jetzt aktuellen Kinofilm. Ah, okay. Mhm. Ja, und er hat ja auch Probleme. Da können sich die Leute gerne selbst einlesen.
Deswegen weiß ich nicht, ob diese Rolle tatsächlich so gut besetzt worden ist mit ihm. Okay. Er funktioniert für mich nicht. Mhm. Er ist zu überdreht und zu wenig dabei, um tatsächlich ein Charakter zu werden. Ja, da bin ich bei dir, auf jeden Fall. Mhm. Ja, er kriegt ja kaum einen geraden Satz raus, außer mein Leben für dich. Mhm. Was ich aber toll finde, dass er den sagt, weil eigentlich ist das ein Leutsatz, aber okay. Nee, das ist der Trashcan-Man. Es sind beide, dachte ich. Ich glaube beide, ja. Das ist ja der Eid, den sie schwören müssen. Ja. Im 94er Film ist es auch sein Markenzeichen. Okay. Also seine Catchphrase, aber da hat er tatsächlich zwischendurch noch ein bisschen Charakter. Mm. Das, ja, ja, und wie gesagt, so. Er funktioniert halt im Alltag im Buch. Na? Weil wir haben ja genau den Punkt im Buch, dass er eigentlich voll funktioniert und sich auch in dieser Gesellschaft wohlfühlt und dort auch arbeitet und so weiter und so fort und den ganzen Sprengstoffkram und Flugzeugkram macht, bis ihn dann einer auf die Bettnässerei anspricht. Und das nimmt er ja dann zum Anlass, wieder seine Passion zu bedienen zu müssen. Und das ist halt hier gar nicht. Er ist halt nur seine Passion und sonst gar nichts mehr. Was ich lustig fand, ist, dass Lloyd eifersüchtig auf den Mülleimermann ist. Im Buch kann man es tatsächlich verstehen, ja, weil das sind sie, glaube ich, gleichgestellte Lieutenants. Ja. Aber hier nicht. Genau das. Ja, ja. Lustig fand ich dann, wir haben ja die Szene jetzt mit Nadine wieder, als es darum geht, diese Mahnwache für Abigail abzuhalten und sie legen ja die Bombe und so weiter und so fort. Was ich übrigens auch erst beim zweiten Ansehen verstanden habe, dass es eine Nagelbombe ist. Und sie bringen dann die Kinder weg, weil die Kinder haben ja in ihrem Leben zu viele Mahnwachen erlebt und so weiter. Und es läuft Dr. Who im Fernsehen als Unterhaltungsprogramm für die Kinder. Das fand ich lustig. Ja. Und Tom hat ja jetzt die Warnung von Dana erhalten und macht sich auf den Rückweg. Das fand ich auch ganz nett, aber halt völlig. Ja, sie wollten halt wahrscheinlich auch Tom Szenen sparen, nehme ich mal an. Kann sein, ja. Schön fand ich aber tatsächlich die Szene, als Fleck den Grenzschützer zerrupft. Die hat mir gefallen. Das war so ein Moment, wo man fast einen Fleck erkennen konnte in ihm. Ja, vor allem, dass er sich beim Reinigungspersonal entschuldigt. Mhm. Gut. Jonas, weitere Ergänzungen? Nö. Okay. Gehen wir in Folge 7. Und wir beginnen die Folge mit dem Mülleimermann, der irgendwo in der Wüste den Sprengkopf abflext. Und auch da habe ich mich gefragt, mit einer Akkuflex geht das nicht. Wo hat er den Strom her? Ach, mit einer Akkuflex sollte das schon gehen. So Sprengköpfe sind einfach nicht so stabil gebaut. Ich meine, es ist eine Metallhülle um den Sprengkopf. Das ist ja nicht irgendwie eine Sicherheitsmaßnahme und so, aber das sollte also schon funktionieren. Ich hätte schon gedacht, dass die deutlich dicker sein sollte. Aber nun, also du hast ja gesehen, das war nicht so wirklich dickes Metall, sonst hätte er das mit seinem Golfkart auch niemals wegbekommen. Aber wie er sich freut, das hat mir gefallen. Ja, da, auch hier, da hätte man Charakter aufbauen können, wenn man ihm da wirklich noch mehr Zeit gegeben hätte. Aber so wird er einfach wirklich nur auf diesen Wahnsinn reduziert. Ja, das stimmt. Gerade hier hätte man zeigen können, dass er nicht doof ist, dass er was drauf hat. Ja. Dass er sich mit Sprengstoffen auskennt, dass er weiß, wie er da rankommt, was er machen muss. Aber stattdessen hüpft halt einfach ein Irrer mit der Flex darum. Da in seiner Einführungsszene, da fand ich, hat man ein bisschen gesehen, er weiß, was er tut, weil er da mit Fernzündern und allem rumspielt. Mhm. Aber das war's dann auch. Ja. Naja, dann, wie gesagt, großes Bumba da Bang.
sie sprengen die Mahnwache, es erwischt aber im Prinzip nur Nick und ein paar wenige in unbekannte und unwichtige Nebencharaktere. Ein paar NPCs, ja. Genau. Wir hauen ab, also Herold und Nadine hauen ab. Und Herold hat einen Motorradunfall von Nadine provoziert, was ich auch eine unglaublich dämliche Szene fand, aber okay. Ja, gut, die ist auch so im Buch drin, das hätte man vielleicht besser umsetzen können. Ja, aber, ich rede von der Umsetzung tatsächlich. Ja. So, und er landet wie Oi in diesem Ast. Und da habe ich mich jetzt wieder gefragt, wie kann er so viel Luft zum Schreien haben? Weil der Ast ist in seiner Lunge. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat sich ein paar Zähne abgebrochen vielleicht, auch wenn er dafür sehr deutlich spricht, oder auf die Zunge oder die Backe gebissen. Aber ich glaube nicht, dass es die Lunge ist. Das wird ja nicht passen. Ich glaube, dann wäre er schneller tot. Aber den Tod von ihm fand ich tatsächlich nett. Und da ist mir wieder was aufgefallen. Als er ja so seinen Abschiedsbrief schreibt und so weiter, kriegen wir ja so eine kurze Überblicksszene über seine Vergangenheit und die ganzen Ablehnungsbriefe, die er bekommen hat und an seinen Nagel gehangen hat. Die Nagelgeschichte kennen wir ja von King selbst. Genau. Aber ist dir aufgefallen, von wem die letzte Ablehnung war? So genau habe ich da nicht drauf geachtet. Von Sanitary Dance Publications. Ach ja, sehr schön. Ja, Sanitary Dance, ein kleiner Verlag von Richard Sisma, der viel exklusives King-Zeug rausbringt. Mhm. Naja, und unsere Spione, also Mutter Abigail ist ja nach der Wache wieder aufgewacht und wieder aufgetaucht und so weiter. Und sie wacht auf und schickt die das Komitee, sagen wir, das Komitee los. Und sie laufen durch die Gegend. Ich fand tatsächlich den Gag ganz lustig mit der, und sie nennt sich selber so, deswegen in Anführungsstreichen, die Indianerfrau, die ja dafür verantwortlich ist, dass sie Wasser finden, an dem sie sich nicht totscheißen. Das hat mir gut gefallen, tatsächlich. Das war ein schöner Gag, ja. Und sie kommen an eine eingestürzte Straße, woraufhin alle hoch und runter kommen, wobei ich mir bei dem Prozess des Überquerens dieses Grabens schon wieder permanent hätte schreien wollen, weil wie dumm kann man sein? Ja. Naja, und dabei bricht sich Stu das Bein und bleibt in diesem Graben liegen. Die anderen machen weiter nach Las Vegas und werden dann letzten Endes auch von Lloyd abgeholt. Da fand ich sehr schön, er hat das Nummernschild Inferno 1. Das hatte ich nicht. Ja, und wir sehen hier auch tatsächlich das erste Mal, dass Las Vegas als Gesellschaft ebenso gar nicht funktioniert. Weil überall gibt es nicht Humor, nicht Jammern-Videos. Die Grundstimmung ist schon scheiße. Und ja, ich weiß nicht. Also, ne. Ja, und hier sehen wir dann auch Nadine wieder, die überraschend schwanger ist. Mhm. Also schon einen sehr, sehr dicken Bauch hat. Sie sieht auch irgendwie etwas ungesund aus, muss man sagen. Fand ich ein bisschen übertrieben. Ich fand es nicht übertrieben, weil funktioniert hat das für mich als Rückblick auf Mia. Ja. Das ging schon, aber die Tatsache, dass sie eben nicht schwarzhaarig ist und dann schlagartig grau, das hat mich genervt. Genau, und man hätte vielleicht diesen Verfall ein bisschen länger ziehen können und nicht von jetzt auf gleich. Genau das. Ja, im Buch und in der 94er-Serie haben wir auch noch den Red Man, den Rattenmann. Ah, ja, dunkel. Genau, und den haben wir in dieser Verfilmung hier nicht. Wir haben hier eine Rattenfrau. Ach, das ist die? Ich habe mich immer gewundert, wer das sein soll. Genau, ich musste auch nachgucken. Und ich habe auch gerne nachgeguckt, denn die wird gespielt von Fiona Dourif, die Tochter von Brad Dourif, der wahrscheinlich bekannt ist als Chucky die Mörderpuppe. Ach. Die hat auch in ganz vielen Chucky-Filmen und Sachen mitgespielt und ich sehe die eigentlich auch sehr gerne. Also das ist auch so jemand, der gerade in Horrorsachen
viel schon gemacht hat und auch, auch sonst haufenweise Zeug. Aber auch hier, der Charakter bleibt, ja, also er hinterlässt keinen Eindruck. Naja, gut, ich meine, angebracht ist der Tatsache, dass ich vergessen hatte, dass es im Buch diesen Charakter gibt, finde ich das verzeihlich. Andererseits ist das dann auch für mich echt lang her wieder. Ja, geht mir auch so. Ja, dann kommen wir zu Folge 8 mit dem Originaltitel Stand. Und ja, die drei Mitglieder des Komitees, Larry, Glenn und Ray, sind vor Gericht in Las Vegas. Und das fand ich irgendwie dumm. Ja, sehr dumm. Also, das war so, ich weiß gar nicht, es gibt Filme, in denen das so dargestellt wird. Hier, Star Trek, die Pilotfolge, wenn dieses Gericht für das Q Picard stellt. Ja. Das ist genauso dumm. Ja. Und genauso überdreht. Das hat mir jetzt gar nicht gefallen. Also, ich fand allerdings die Banner sehr hübsch. Ja. Gut, und die Hand Gottes ist nicht ganz so plakativ wie in der 94er-Serie. Aber man ist schon froh, wenn der Trashcan-Man mit der Atombombe auftaucht und ja. Ja, aber dazwischen haben wir ja noch ein paar Szenen. Bis ja. Wir haben zum Beispiel die Tatsache, dass Glenn während der Gerichtsverhandlung erschossen wird. Ja, soweit sehe ich das ein, macht Sinn. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass wir, als wir ihn erschießen, die Übertragung abbrechen. Ich meine, die sind doch Gewalt und Exzess gewöhnt. Das ist doch das dümmste Zeichen von Schwäche, ausgerechnet da die Übertragung auszumachen. Und das hat für mich auch überhaupt nicht gepasst, weil Lloyd ist für mich ein kontrollierter Mensch. Ja, eben, aber er ist ja in der Serie keiner. Genau das. Ja, genau das. Und ja, dann dieses Abschalten. Ey, da stehen tausend Leute drumherum, die das mitkriegen. Wenn dann die 10 Leute vor den Fernsehgeräten das nicht mitkriegen, Also, das fand ich auch ein bisschen sehr doof. Ja, dann haben wir natürlich noch die Szene, als Nadine von Larry gezwungen wird, doch richtig in den Spiegel zu sehen. Fand ich ja unter Spiegelsymbolik Maßnahmen ganz nett. Aber die Frage ist, wie konnte sie das Fenster so leicht zerbrechen? Ja, die haben nicht nur schlechten Feuerschutz, die haben halt deswegen wahrscheinlich Fenster, aus denen man schnell rauskommen muss. Ja. Nee. Ja, das hat für mich funktioniert, weil sie ja diesen Anhänger hatte. Und der hat das gemacht. Der hat ja doch eine Kraft in sich. Ja, okay, kann ich akzeptieren. Ja. Was ich mochte, war die Rede von Fleck in der Arena tatsächlich. Aber spätestens als er dann anfing, zu Eurodance zu tanzen, war es dann vorbei. Also das hat mir alles, was ich an ihm eigentlich mochte, nein. Ich denke, der ist der tanzende Wahnsinnige. Da passt Eurodance doch, oder? Ja, aber er tanzt nach seinem eigenen Lied und nicht nach Eurodance. Aber hier kommt auch gleichzeitig wieder die Szene, die mich mit dem Mülleimermann versöhnt hat. Denn als dann die Hand Gottes, und die ist ja hier wenigstens optisch cool, eingreift und dieses Gewitter da in der Arena herrscht, wie tiefenentspannt er auf seinem Sprengkopf liegt und selig lächelt und das alles anguckt, das hat mir gut gefallen. Ja. Mein Leben für dich. Naja, dann wird Flake von mehreren Blitzen getroffen und er verschwindet. Und es geht die Atombombe hoch. Wir sehen die lustigen Wetterleuchten in Boulder. Das fand ich tatsächlich optisch eine sehr hübsche Szene. Gut. Genau, dann sind wir jetzt fast am Ende des Buchs angelangt. Ja. Im Nachhinein. Aber, genau. Aber wir haben noch einen von King geschriebenen Serienepilog in der letzten Folge. Der aber auch im Buch drin ist als Epilog tatsächlich. Zumindest in Ansätzen. Nein. Also die Geschichte, die wir hier, also ja,
dass die woanders hinziehen, genau. So, das ist drin im Buch. Genau. Aber diese Geschichte, dass sie nochmal vom Teufel in Verführung, in Versuchung geführt werden, so rum, das hat King hier tatsächlich als Nachwort noch selbst geschrieben. Ja, wie fandet ihr das? Ja, mir hat es tatsächlich gefallen. Ich fand es ähnlich unnötig, wie um wieder auf Herr der Ringe zu kommen, wie die Rückreise ins Auenland. Ich sehe es so wie ihr beide. Es hat mir gefallen, aber es war total unnötig. Ja, aber die ganze Serie war halt unnötig, von daher. Aber es hatte ein paar schöne Momente. Ich meine, das fängt schon damit an. Es ist so, ich sag mal, Weihnachten, würde ich sagen, oder zumindest so weihnachtlich dekoriert. Und Franny hat ihr Kind gekriegt. Ja, gut, okay. Das Kind hatte Captain Trips, das Kind ist wieder gesund geworden. Juhu, alle freuen sich. Und Stu kommt wieder mit Tom zusammen. Auch da, dass Toms Rolle in dieser Rückkehr überhaupt nicht erwähnt wird, ist schon mal das Erste. Mhm. Und niemand knuddelt Tom. Alle kümmern sich um Stu und machen und tun. Und Tom sitzt da so, okay, bin jetzt wieder da, okay. Keiner interessiert sich für Tom. Das fand ich voll gemein. Ja, kann man nicht anders sagen. Naja, und dann, wie gesagt, beschließen die beiden, also Stu und Franny und das Kind, das übrigens Abigail heißt, naja, wir wollen jetzt woanders hin, ich habe den Sinn nicht verstanden. Ich habe mir auch nicht so richtig begriffen, was sie damit bezwecken, aber okay. Also im Buch verstehe ich es. Hier ist es einfach eine komische Entscheidung. Ja, weil Fran ja im Buch, wie gesagt, sie will zurück zu ihrem Papa oder zumindest zu ihrer Kindheit, weil sie da liebevolle Erinnerungen hat, dies und das. Aber das, sie hat ja keinen Charakter, sie hat also auch keine Motivation, dahin zurückzugehen. Ja. Na? Ist dir aufgefallen, in dem Haus, in dem sie anhalten, was da als erste Szene wir sehen? Jetzt wahrscheinlich ja, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Eine Schildkrötenfigur. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. So, und dann kommen wir aber wieder zu dem Punkt, der mich fürchterlich aufgeregt hat. Ja, ich sehe ein, dass sie die Waffe ablegt, während sie das Kind stillt. Aber dann geht sie zu dem Brunnen ohne die Waffe. Das ist schon mal der erste Punkt, wo ich nur schreien könnte. Und der zweite Punkt, sie ist im weitesten Sinne Dorfkind und hält es A für eine kluge Idee, alleine den Brunnen zu checken und B stellt sie sich in einem derartig dummen Winkel an diesen Brunnen ran. Also ich verstehe, dass sie nicht drauf treten will, aber man stellt sich doch wenigstens auf die Seite vom Hebel. Ja. Nun. Naja, und sie wird von einer Ratte gebissen und stürzt in den Brunnen. Da gab es einen wunderschönen Schnittfehler. Jonas, der ist dir aufgefallen? Ja, und zwar, sobald sie anfängt zu fallen, ist der Brunnen weg. Es ist nur noch die Holzabdeckung da. Nein, der Brunnen ist da, aber die Pumpe ist weg. Ja, meine ich ja. Die Pumpe ist weg und nur noch die Abdeckung vom Brunnen ist da und bricht auseinander. Ja. Aber was ich schön fand, war die Zwischensequenz, als sie eben in diesem Halbkoma liegt. Die hat mir tatsächlich gefallen. Weil erstens, mit gestutztem Bart und ohne Hemd sieht Fleck schon sehr viel besser aus, muss ich ehrlich sagen. und er macht in der Traumsequenz im Brunnen denselben Wassertrick wie der Steuereintreiber im Wind. Das hat mir auch gefallen. Ja, ich fand diese ganze Szene oder diese ganze Sequenz, ich fand die lustig. Hm? Das war noch ein besserer Epilog als der Epilog, der dann wie im Buch auch noch kommt. Aber es hat leider nicht geholfen, die Figuren irgendwie. Ja. Also Franny ist genauso blass und bist du sowieso. Trotzdem war ganz lustig. Und dann diese Erscheinung der kindlichen Mutter Abigail.
Ja, ja, ach. Ja, das ist halt, hier könntest du jetzt auch sagen, Symbolik. Ja, ich weiß. Und natürlich müssen wir auch wieder diesen Element von K ist ein Rad reinbringen und so. Mhm. Und nein, es reicht nicht, dass man uns die kindliche Abigail zeigt, sondern wir müssen das auch so erwähnen, K ist ein Rad. Nein. Aber was ich schön fand, wie ernstlich verletzt Fleck ist, als Trolley ihn einen Lügner nennt. Das fand ich schön. Wie er da guckt wie ein getretener Hund. Das hat mir gefallen. Mhm. Eine Frage habe ich noch an dich, weil du bist derjenige von uns, der das erlebt hat. Stu ist ja unterwegs und bricht in diese Apotheke ein und so weiter. Und hat ja auf dem Rückweg einen Reifenplatzer. Ja, er fährt langsam, aber was mich auch genervt hat, dieses Fahrzeug macht genau keinen Schritt in keine Richtung. Das verzieht es kein bisschen. Also, mir ist einmal der Reifen auf der Autobahn geplatzt. Zum Glück, bevor es die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wurde. Es hat nicht wirklich verzogen, okay. Muss ich schon sagen. Also das ging doch alles. Okay. Ja, und bei mir ist auch nur das Gummi abgeplatzt. Der Reifen war an sich fast noch intakt. Mhm. Hier hat halt für mich einfach das Geräusch nicht gepasst zu dem Verhalten vom Auto. Weil das klang wie ein richtiger Reifenplatzer. Ja. Das war es aber halt einfach nicht. Und als Stu vorhin ruft, welchen Kanal hat er da auf dem Funkgerät? Ich habe es nicht gesehen, aber vermutlich 19. Genau. Korrekt. Ja. Naja, und damit haben wir es eigentlich durch, oder? Ja. Es gibt doch so ein paar andere kleine King-Hinweise, die eingestreut wurden. Mhm. Also das Hotel in Las Vegas heißt ja das Inferno Hotel. Mhm. Und der Teppich hat dasselbe Muster wie das Overlook Hotel. Ja, stimmt. In Shining. Das heißt, ja. Dann gab es im Buch ja die Figur von The Kid. Mhm. Die sollte ursprünglich auch in dieser Serie auftauchen. Mhm. Und man hatte hier Gespräche mit Marilyn Manson. Der sollte die Rolle übernehmen. Mhm. Das hat nicht geklappt, also hat man die Figur einfach ganz rausgenommen. Ist vielleicht auch besser so. Yep. Und als kleinen Querverweis auf die 94er-Serie, die fängt an mit dem Lied Don't Fear the Reaper. Mm. Und das hat man hier in Folge 5 am Ende dann genau die gleiche Version auch vom Blue Oyster Cult. Ich muss aber tatsächlich sagen, die Musik in dieser Serie fand ich generell fantastisch. Ja. Mhm. Das stimmt. Ja, wollen wir Bilanz ziehen, Kinder? Jonas, du hast relativ wenig gesagt bis jetzt. Zieh doch mal Bilanz für dich. Zieh doch mal blank. Mir hat die Serie im Großen und Ganzen gefallen, würde ich sagen. Es hat starke Abweichung zum Buch, ja. Mhm. Aber ich hatte Spaß an der Serie. Okay. Ich konnte mich über viele Charaktere aufregen, aber die waren meistens auch so angelegt. Mhm. Manchmal wahrscheinlich auch nicht, aber doch war eine kurzweilige Serie zum Wegschauen. Vielleicht kein großes Fernsehen, aber ein nettes Fernsehen. Okay. Wie viel Liebe hattest du tatsächlich für The Stand als Buch damals? Das Buch fand ich klasse. Also ist es einer deiner Favoriten auch? Ja, ich glaube, ich hatte 18 Punkte gegeben. Mhm. 19 sogar, ja. Weil ich glaube, das ist auch relevant für die, du weißt schon, also für die Bewertung, glaube ich. Mhm. Naja, dann mache ich mal weiter. Also wie gesagt, ich habe The Stand halt sehr geliebt. The Stand war mein erster King. Es wird auch auf ewig meine große Liebe sein. Und ich muss sagen, sie war lustig, diese Serie. Aber lustig ist halt nicht unbedingt das, was ich mit The Stand verbinde. Und was mir auch wenn es ab und zu mal durchgescheint hat, dieses
das sind eigentlich allesamt nur Schachfiguren, weil der liebe Gott und der Teufel gerne irgendwie Spielchen spielen miteinander. Das kam mir hier halt auch nicht gut genug durch. Und die ganzen grauen Charaktere waren mir auch nicht grau genug. Und es hat mir an sehr vielen Kleinigkeiten sehr aufgestoßen, sagen wir es mal so. Und wie gesagt, Jordans Fleck, tut mir leid, das nehme ich euch persönlich übel. Flo? Ja, auch bei mir ist Stand eins meiner Lieblingsbücher. Und ich mag auch die Verfilmung von 94. Mhm. Mit allen Fehlern, vor allem auch am Ende mit der Hand Gottes ist da ja, gut, das liegt halt auch in der Tricktechnik von damals. Ja, klar. Doch, ich fand das aber echt eine gute Verfilmung. Und die hier ist nicht schlecht. Mhm. Also, wenn man mich fragen würde, soll ich die gucken? Und du hast keine große Ahnung von King oder du magst das Buch und kennst das Originalserie nicht. Ja, guckst dir auf jeden Fall an. Na gut, wenn du das Buch schon gut kennst und magst, vielleicht nicht so auf jeden Fall, aber trotzdem. Also ja, man kann sie auf jeden Fall gucken. Sie ist kein Meisterwerk, sie ist aber gute Unterhaltung für 9 Stunden oder so. Mhm. Und ja, es ist eine geleckte Postapokalypse. Ja. Aber das scheint ja angesagt zu sein. Also warum nicht? Mhm. Bin ich bei dir auf jeden Fall. Und ich fand es auch tatsächlich gut, dass wir das Thema mal wieder rausholen. Also einfach nur, um es gemacht zu haben. Wie wir es dann wirklich umsetzen, ist erstmal zweitens, muss ich ehrlich sagen. Genau. Also auf jeden Fall lieber so als im Film. Ganz oft sage ich ja, wenn Bücher als Serie verfilmt werden, das zieht sich. Mm. Aber dazu hat man halt The Stand mit 1500 Seiten. No. Ja, das passt schon eher, als wenn man das jetzt alles versucht hätte, in den 3-Stunden-Film zu quetschen. Ja, kann man gucken. Muss man aber nicht. Muss man nicht, aber wenn man eine kleine Pandemie haben will. Also ich sag mal, es war auf jeden Fall nicht die schlimmste King-Verfilmung, die wir je gesehen haben. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Bei weitem nicht, das stimmt. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge. Ich bedanke mich ganz sehr bei dir, lieber Jonas. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich außerdem selbstverständlich bei dir, lieber Flo. Es war mir wieder eine Ehre, Dela. Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Und wir sollten vielleicht aber noch erwähnen, falls man den Schwachsinn angucken will, wo man das angucken kann. Gute Frage. Amazon, glaube ich, oder? Ja, es ist, also, glaube ich, ein Amazon-Channel. Also, ich glaube, es war MGM, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Das könnt ihr quasi als Probewoche, könnt ihr euch das klicken, dann bezahlt ihr erstmal nichts für eine Woche und müsst dann halt einfach rechtzeitig canceln wieder. Genau. Genau, natürlich gibt es das Ganze aber auch auf Blu-ray. Übrigens im schönen Set zusammen mit der 94er-Verfilmung. Mhm. Die ist als Bonus gleich mit dabei. Wenn man beides haben will, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Genau. Gut, dann würde ich behaupten, sind wir durch. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Richtig? Jawohl. Das hoffe ich doch. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.